Frisch gibt es Lotus, habe ich in Deutschland wirklich tatsächlich noch nicht gesehen, sondern nur in Scheiben geschnitten und dann so in Essig eingelegt im Glas. Hat eine tolle Konsistenz. Lotus ist halt auch was, was sehr, sehr gesund ist zum Essen. Als Sättigungsbeilage kannst du es kochen. Auch eine ganz tolle Textur, also richtig crunchy. Ja. Haben so lustige Löcher drin. Und die kann man auch dünn aufschneiden und zu Chips frittieren. Und hat deutlich weniger Stärkeanteil als zum Beispiel Kartoffeln.